Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück zu einem weiteren Assassin's Creed Odyssey Video. Cassandra ist mal wieder im alten Griechenland unterwegs. Und wie ich es angekündigt hatte, gibt es jetzt nochmal eine letzte griechische Geschichte, die jetzt noch im August erschienen ist. Die war ja noch immer auf dem Plan und ich habe ja immer gesagt, die würde ich auch noch gerne spielen, wenn sie da ist. Und das mache ich natürlich jetzt auch. Hier haben wir sie, die vergessene Geschichte, vergessene griechische Geschichte. Das Ding heißt... Alte Flammen brennen heller. Triff deine Freundin Anais auf ihrem Hof im Wald von Soron in Arkadien. In Arkadien sogar. Und da bin ich sogar auch hingereist. Ich stehe hier schon in Arkadien. Kurz vor ihrem Dorf. Hier läuft doch ein Söldner rum. Pui. So, hier Arkadien. War denn nicht in Attika sonst? Nee, Attika wäre bei Athen gewesen. Das ist ja hier. Nee, in Arkadien. So, ich bin da. Und das wird nicht das letzte sein, was wir von Cassandra sehen, denn Ubisoft hat angekündigt, dass sie im September vielleicht, oder was heißt vielleicht, dass da noch was kommen soll, also noch weitere Geschichten. Was Trophäen angeht, ist das hier eigentlich erstmal die letzte in der Liste von den griechischen Geschichten. Aber wenn da noch im September was nachkommt, würde ich mich natürlich freuen und das dann auch noch spielen, wenn, ja, wenn ich dann dazu komme auf jeden Fall. Obwohl, da werde ich auf jeden Fall zu kommen, also Assassin's Creed. Alles, was Quests angeht, möchte ich zeigen. Und wenn dann noch gerne was kommt im September, könnt ihr euch auch drauf freuen, dass es da vielleicht noch ein weiteres Video gibt. Ja, schön, dass ihr dabei eingeschaltet habt hier im heutigen Assassin's Creed Video. Auch wenn es jetzt mal wieder Pause gab. Aber naja, wir haben es ja so gut wie durch, ne? So, da ist der Hof. Vielleicht gefällt euch ja heute das Video noch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und mal gucken, wie die Quest verlaufen wird. Bisher waren die Quests, die griechischen Geschichten ja eigentlich immer ganz, ganz interessant. Wir fangen jetzt sofort an. Alte Flammen. Sie singt. Kann man auch mal zuhören. Ha. Ich würde gerne mit dir singen. Oh ja. Du hast schon immer besser gekämpft als gesungen. Und du bist noch immer so schön wie damals. Die Hälfte der Zeit war ich schlammverschmiert. Auch jetzt noch. Das bringt das Leben als Bäuerin wohl mit sich. Ich habe deine Nachricht bekommen. Woher wusstest du, dass ich in Arkadien war? Alle jagen dem Söldling mit dem zerbrochenen Speer und dem Adler nach. Also bin ich auch auf eine kleine Jagd gegangen. Ganz gleich, wo ich mich auf Kephallenia versteckt habe, du warst die Einzige, die mich immer finden konnte. Weil du so schrecklich schlecht beim Verstecken warst. Sie kennen sich aus Kephallenia, aus den Kindheitstagen. Das ist ja sehr interessant. Ich wollte gefunden werden, aber nur von ihr, oder? Vielleicht hast du mich nur gefunden, weil ich das wollte. Wir wissen beide, dass ich besser beim Verstecken war. Ich beweise es dir. Du bleibst hier, machst die Augen zu und zählst bis 10. Dann suchst du mich. Du machst Witze. Komm, es wird wie in den guten alten Zeiten. Aber kein Schummeln mit Ikaros. Los, mach die Augen zu. Kein Schummeln mit Ikaros? Duo, Reis, Tetra, Pente... Hex, Hepta, Octo, Enea, Deka. Bereit oder nicht, ich komme! Jetzt haben wir noch Zahlen gelernt in Altgriechisch. Siehst du? Videos sind auch wichtig und für die Bildung. Okay. Wo wir aufgehört hatten beim Versteckspielen. Ha, von der hat man bisher gar nichts gehört, von Anais, dass die sich da in der Kindheit ein bisschen gekannt haben auf Kephallenia. Man weiß ja nur, dass Cassandra mit der Phoebe gut befreundet war auf Kephallenia. Aber gut, die ist ja auch noch jung gewesen. In der Kindheit von Cassandra, da gab es Phoebe noch nicht. Okay. Wir suchen mal Erkundungsgebiet. Die ist hier reingelaufen. Ich will mal nicht den Spielverderber spielen und werde nicht Ikaros rausholen. Da hinten ist ein Wolf. Alles noch Erkundungsgebiet hier. Hier ist es vorbei. Okay. Da vorne.
Gefunden? Das nennst du verstecken? Ja, echt. Du bist besser im Spurenlesen geworden. Das Kornfeld war jetzt nicht so groß. Gesehen habe ich dich nicht, aber ich bin einfach mal rumgelaufen. Ich konnte es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Cassandra fährt heute wieder alle Geschütze auf. Es ist ewig her, dass wir uns gesehen haben. Ich konnte es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Wann bist du denn so liebreizend geworden? Seit ich deine Nachricht erhielt. Oh, es ist wunderbar mit dir. Ich will alles über dein Leben erfahren. Erzähl ab dem Moment, als ich weggegangen bin. Und erzähl du von deinem. Bei meiner Geschichte würdest du einschlafen. Komm, gehen wir zum Strand. Lass uns so reden wie früher in Sami. In Sami? Das kann ich nicht. Können wir wegreiten? Okay. Du, warte, ich habe auch ein Pferd. Wo ist mein Pferd? Da. Warte auf mich. Oh, sie hat wirklich gewartet. Das ist kollegial. So, wie schön das alte Griechenland wieder aussieht, ne? Wenn man es mal einige Tage nicht anhatte. Wobei das jetzt sogar schon Wochen waren, dass ich hier nicht mehr unterwegs war. Seitdem ich das Atlantis-DLC abgeschlossen hatte. Sieht immer noch grandios toll aus, das Spiel. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt, dann im September für Inhalte. Oder ob sie dann eine neue Liste rausbringen mit griechischen Geschichten. Weil ja, wie gesagt, die Trophäenliste mit den Aufgaben einfach voll ist. Das ist die letzte hier, da habe ich da in der Liste dann auch die 100% fertig. Der Geschichtsmodus soll ja noch kommen. Das gab es ja auch schon in Origins, aber das ist jetzt nicht so spektakulär. Ist natürlich gut zum Lernen. So, also das Meer sehen wir. Der Strand ist also nicht mehr fern. Es sind sogar noch Hütten, die da unten am Strand stehen. Cassandra hier eine alte Liebesgeschichte am Laufen. Na gut, sie hat einiges durchgemacht. Sie verdient auch mal wieder was Schönes. Nachdem sie auch ihren Ehemann verloren hat und ihren Sohn weggeben musste. Das liegt ja alles schon hinter uns. Oh, Vorsicht. Wir reiten einfach mal gefährlich durchs Dorf. Wollen wir uns ein Boot mieten? Nein? Ah. Okay, wir sind da. Sprich mit Anais. Dein Leben klingt so aufregend. Aber es gibt etwas Wichtiges, was ich wissen muss. Kannst du immer noch die Luft anhalten? Die Luft? Auf Kefalenia konntest du immer weiter schwimmen und tiefer tauchen als alle anderen. Du hast mir immer die schönsten Schätze aus dem Meer gebracht. Warte hier. Okay. Wir sollen aber wieder tauchen gehen. Wäre das schon wieder dunkel, ne? Gut, wir waren lange unterwegs auf dem Pferd, ne? So. Da steht auch ein Boot. Und hier eine coole Fischernetz-Konstruktion. Toll. Bring Anais eine Muschel. Eine Muschel, welche denn? Gucken wir mal, was wir hier finden. Da ist ein Hai. Den kann ich auch bringen. Erkundungsgebiet. Noch weiter nach da, okay. Habe ich gerade eine Wal gehört? Hau ab, du Hai. Verlasse den Konflikt. Ach komm. Ich bin nicht in Konflikt. Der Hai ist in Konflikt. Lass mal meine Hand los. Hallo, geht's noch? Ich hab noch ein Date. Na, jetzt muss ich wegen dem gleich nochmal auftauchen. Töte euch alle. Oh, da kam noch ein gefährlicher Biss von ihm. Ach komm, ich hab doch mein Speer gewedelt. Wenn ich meinen Speer wedel, musst du doch da getroffen werden. Dann kannst du mich noch nicht noch beißen. Okay. Das machen wir nochmal. Ich habe selten in Assassin's Creed unter Wasser gekämpft. Eigentlich gar nicht. Wenn aber, habe ich die Haie von draußen erschossen, bevor ich getauchen war. Könnte man hier auch machen. Brauche ich nur ein Boot.
Komm schon. Die holde Maid wartet auf eine Muschel. Was will sie mit einer Muschel, ey? Kann sie auch am Strand sammeln. Warum ist sie denn wieder tauchen? Ist doch bestimmt eh keine Perle drin, oder? Cassandra ist doch hier die Perle. Hohoho. So, es geht weiter. Hier. Yeah. Ich gehe schon. Ich nehme jetzt das Boot. Dann fahre ich da erstmal rüber. Und guck mal, ob ich vom Boot aus die Haie sehen kann. Das sind ja zwei. Aber hier, da sind zwei Haie dran. Links und rechts, ne? Könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen, ey. So. Das ist die richtige Hai-Position. Ist das da einer? Der ist so weit weg. Da sind doch Fische, oder nicht? Jetzt sehe ich hier keine Haie. Wir sind natürlich erst da... Da vorne, wo die Muschel dann ist. Oder hier unter mir. Ich komme leider nicht ran, ohne dass sie auf mich aufmerksam werden. Wenn die nicht immer stehen bleiben würden, ey. Komm schon. Ich muss mir wieder auftauchen. Die sind zu tief, um die mit dem Bogen zu erschießen. Level 82 Haie, weißt du? Und die schwimmen ja einfach nicht weg von dem blöden Stein. Komm schon. Ach, immer wenn ich zu nahe komme. Das wäre doch noch eine Herausforderung hier. Einer ist tot. Vielleicht hat der andere jetzt Angst. Nee, ich glaube nicht. Jawohl! Habe ich noch seine Schwanzflosse erwischt. Pflanzflosse. Schwanzflosse heißt das. Noch erwischt. So. Jetzt können wir wieder hoch. Waren diesmal einfach wirklich zu tief, um die von hier oben zu erschießen. Mit dem Bogen. Machen denn die Kinder hier am Strand? Laufen die von dem Hund weg? Oder ist das ein gefährlicher Wolf? Der eine wird auf jeden Fall von Hund oder Wolf verfolgt. Hat sich gerade zum Baum geflüchtet. Schöner Strandtag für die ganze Familie. So, jetzt haben wir die Muschel. Hier, bitteschön. Mal gucken, ob hier noch irgendwie was Schlimmes passiert oder ob das eher so... ein toller Tag wird für Cassandra. Du warst so lange unter Wasser, ich hab mir Sorgen gemacht. Man weiß ja nie in dem Spiel, was noch passiert, ne? Da waren Haie, auf jeden Fall. Ich wollte aber auch das perfekte Geschenk finden. Ich wollte erst auftauchen, wenn ich das perfekte Geschenk gefunden habe. Es ist wunderschön. Du wärmst mein Herz wie die Morgensonne. Okay, mein Herz brach, als du gingst. Ich könnte andere Teile von dir wärmen. Okay. Dein Herz ist nicht das Einzige, was ich wärmen könnte. Hat der Spruch schon mal geklappt? Bisher nicht. Anais, was ist los? Dich zu sehen, gemeinsam zu spielen und zu lachen wie in alten Zeiten. Es gibt etwas, was ich dir verschwiegen habe. Ich bin verheiratet. Ach so. Ich hätte es dir früher sagen sollen. Verzeih, komm zu meinem Haus, ich erkläre dir alles. Oh, dieses, wie Cassandra dieses ach so gesagt hat. Voll eingeknickt so. Sie ist verheiratet. Naja, gut. Cassandra
ist Witwe, aber war ja auch mal verheiratet. Hat sogar ein Kind. Die Quest ist wieder verschwunden. Kommen wir sie wieder. Whoop. Schnell wie der Wind. Das ist doch nicht, hä? Wo ist denn die Quest hin? Das sind ja alten Dinger. Ah, da wieder. Er ist mal wieder hinreiten, wird mir gar nicht angezeigt. Gehen wir wieder hoch. Siehst du, ich habe doch gesagt, irgendwas passiert hier sicherlich noch. Sie ist verheiratet, ist natürlich jetzt die Frage, hat sie Probleme mit ihrem Ehemann? Oder ist der Ehemann in den Krieg gezogen und wird vermisst? Oder ist das ein furchtbarer Ehemann? Ja, furchtbare Schweine sind das. Haut ab. Woher? Da. Sie verfolgt mich. Und Bär auch noch. Schon wieder, ne? Wird schon wieder den Zug eröffnet. Alle wieder aggressiv heute. So, da bin ich mal echt gespannt, wie die Geschichte jetzt weitergeht hier mit der Nice. Alter, guck dir mal an, wie viele Hirsche, ey. Was ist denn los? Platz da. Idiot. Tja, da dachte man echt, Cassandra hat mal wieder jemanden gefunden aus ihrer Vergangenheit so. Und dann schaut sie so ganz traurig und sagt, ach so. So, da sind wir wieder in ihrem Haus. Wie ist sie denn eigentlich so schnell hergekommen? Und ich muss den ganzen Weg reiten, ey. Hallo. Oh, schön, dass du da bist. Du bist also verheiratet. Warum hast du das nicht früher erzählt? Dich wiederzusehen brachte so viele schöne Erinnerungen zurück, dass ich der Realität so lange wie möglich entfliehen wollte. Das Leben ist hart, seit Antos fort ist. Wo ist er hin? Als der Krieg begann, sollte er auf Seiten der Spartaner in die Schlacht ziehen. Er starb im Kampf, sodass ich den Hof allein führen und unseren Sohn großziehen musste. Du hast einen Sohn? Arion! Ich würde dich ihm gern vorstellen, aber er ist mal wieder weggelaufen. Warum suchen wir denn nicht nach ihm? Er geht immer in die gleiche Höhle. Dort übt er immer zu, ein großer Krieger zu sein. Ihr Mann ist also auch im Krieg gestorben? Aber das ist doch bei Cassandra auch nicht anders gewesen. Dann ist doch jetzt wieder Zeit für was Neues. Dein Sohn ist ein wahrer Spartaner, ja. Ich glaube, ich habe noch keinen Jungen getroffen, der nicht gern der nächste Achilleus wäre. Ja, natürlich. Du bringst mich auf eine Idee. Du könntest mit ihm sprechen. Ach, könnte ich? Die Götter wissen, dass er nicht auf seine langweilige Mutter hört. Aber du hast dem Tod ins Auge geblickt. Vielleicht kannst du ihn überzeugen, mir auf dem Hof zu helfen, statt zu kämpfen. Naja, mal gucken. Ich spreche mal mit deinem Sohn. Na schön, ich spreche mit deinem Sohn. Vielen Dank. Okay, und wie soll ich mich denn vorstellen? Wie soll ich mich denn vorstellen, ohne dem Jungen Angst zu machen? Sag ihm, dass du eine Freundin seiner Mutter aus Kefalenia bist. Die mit dem Adler. Die Geschichten, die ich ihm über dich erzählt habe, waren immer seine Liebsten. Okay. Er hat also schon viel gehört. Und was kannst du mir über seinen Vater sagen? Gibt es etwas über seinen Vater, das ich wissen sollte, damit ich leichter sein Vertrauen gewinne? Dantos brach sich bei der Feldarbeit einen Finger, der schief verheilte. Als Arion danach fragte, erzählte mein Mann ihm, er wäre als Säugling so stark gewesen, dass er den Finger einfach hatte packen und wie ein Zweig durchbrechen können. So merken wir angeblich, dass Herakles ihn gesegnet hatte. Tolle Geschichte. Tolle Geschichte. So denkt das Kind jetzt die ganze Zeit immer, dass er hier die Hand vom Vater verunstaltet hat. Super. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich finde deinen Sohn. Ich suche Arion. Mein Mann nahm ihn auf die Jagd in die Höhle mit. Sie verbrachten ganze Nächte dort. Jetzt haben sich Wölfe dort eingenistet. Warte, hast du gerade Wölfe gesagt? Ja, ich bin krank vor Sorge. Er nennt sie seine Freunde und sie scheinen den Jungen tatsächlich zu beschützen. Bitte tu ihnen nichts, Cassandra. Arion wäre am Boden zerstört. Die Wölfe sind seine Freunde und ich soll ihnen nichts tun? Sag das mal den Wölfen, dass sie mir nichts tun sollen. So, er ist in der Höhle des Lykaon. Lykaner?
So, Arion befindet sich in Arkadien. Er ist im nördlichen Teil des Berges Pthophis. Pthophis heißt das. Mit, ja, abgeschlossene Orte ausblenden. Der Berg Pthophis, da ist der. So, und davon ist der im nördlichen Teil, also irgendwie so hier. Und dann in der Höhle. Die Höhle wird mir, also die kenne ich eigentlich, aber... Ich habe hier einen Schnellreisepunkt, da kann ich mal hingehen. Und Ikarus hat es schon gefunden. Guckt dir auch mal wieder diese Aussicht an. Dieses Tal hier in Arkadien, ey. Hammermäßig. So, umdrehen. Zurück zur Zone. Ich denke mal, wenn der... Da ist es. Ich bin genau über der Höhle. Nee, das war sie nicht. Wenn der Junge jetzt schon länger weg ist und vermisst wird, wird da mit den Wölfen bestimmt irgendwas schiefgelaufen sein. Das müssen wir herausfinden. Ich habe für die griechische Geschichte wieder so zwei Videos geplant. Also jetzt diese hier und dann am morgigen Tage vielleicht dann noch eine. Dann sind wir damit leider auch wieder durch. Dann müssen wir bis September warten, bis dann vielleicht mehr kommt. Hey, Steine mitnehmen. Hier hinten die Wälder. Toll, tolle Berggipfel. Ich weiß gar nicht, wo der Eingang von dieser Höhle ist. Hier unten vielleicht? Auf welcher Seite geht man da rein? Hier sind Wölfe. Das ist schon Wenn gut. Sie mich nicht angreifen, greife ich sie nicht an. Ach, die greifen mich nicht an. Hier ist der Eingang bei der Höhle. Okay, die Höhle hat er, die Wölfe hier hat er vielleicht doch gezähmt. Wie der kleine Mowgli. Vielleicht ist er ja Teil des Rudels. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, Leute. Also, wenn ihr wissen möchtet, wie die Geschichte ausgeht, dann schaltet morgen ein in der nächsten Folge von Assassin's Creed. Und dann machen wir hier die griechische Geschichte dann nochmal fertig. Also, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit heute und danke für den Daumen nach oben. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge hier mit Cassandra. Und dann holen wir uns den kleinen Ausreißer. Ciao!